Na, kennt ihr das? Ihr seid Politiker und werdet von eurem eigenen Gesetz auf Twitter zensiert? Nein? Naja, ich auch nicht, aber genau das ist Heiko Maas vor kurzem passiert. Zur Aufklärung: Heiko Maas, geboren in Saarlouis, ist ein deutscher Politiker und Bundesminister des Auswärtigen im Kabinett Merkel IV. Für die SPD. Diese helle Kerze ist übrigens damals für das Netz DG verantwortlich gewesen. Schon damals wurde selbst von dem UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte gewarnt, dass dieser Gesetzesentwurf deutlich eingreifen könnte in die Menschenrechte, nämlich in Meinungs- und Pressefreiheit. Die SPD als auch Herr Maas setzten sich allerdings tapfer durch und am 1. Oktober 2017 trat das Netz DG in Kraft. Das Netz DG bzw. das Netzdurchsetzungsgesetz ist dazu da, um Hassrede, Beleidigung, Hetze oder Falschinformationen in Social Media einzudämmen. Die Seitenbetreiber müssen solche Posts dann innerhalb von 24 Stunden löschen. Tun sie das nicht, müssen sie Strafe bezahlen. Bisher klappt das allerdings ganz gut. 2010 postete Heiko Maas: Beim Besuch der islamischen Gemeinde Saarbrücken ist mir gerade wieder klar geworden, was für ein Idiot Sarrazin ist. Das ist Hassrede und Beleidigung und somit hat Twitter wahrscheinlich eingegriffen und hat aufgrund des NetzDGs am 4. Mai diesen Tweet gelöscht. Im Nachhinein gaben ziemlich viele Twitter-Nutzer zu, dass sie diesen Tweet gemeldet haben wegen Beleidigung und Hassrede. Twitter hat vermutlich eingegriffen, auch wenn sie es nicht sagen, und diesen Tweet offline genommen, um genau wegen des NetzDG nicht zahlen zu müssen. Allerdings wurden nicht nur Heiko Maas Opfer dieses Gesetzes, sondern auch Beatrix von Storch wurde zensiert. Nachdem die Kölner Polizei an Silvester 2017 arabischen Mitbürgern übers Feiern informiert haben, auf Arabisch, postete Beatrix von Storch folgendes: Meinen Sie, die barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigen Männerhorden so zu besänftigen? Dieser Tweet wurde kurzerhand von Twitter gelöscht und Beatrix von Storch leider nur für 12 Stunden von Twitter gebannt. Außerdem erstattete die Kölner Polizei als auch mehrere hundert weitere Personen Anzeige gegen Beatrix von Storch wegen Verdachts auf Volksverhetzung. Leider stellte die Staatsanwaltschaft Berlin dieses Verfahren Mitte Februar 2018 wieder ein. Daraufhin gab es übrigens dann Rückendeckung von der AfD und von AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen. Die AfD darf doch wohl erwarten, dass wenn Migranten hier in Deutschland leben, sie auch Deutsch können. Was? Haut mir eure Meinung doch gerne mal unten in die Kommentare. Mein Name ist Sebastian, hier könnt ihr abonnieren und hier seht ihr ein anderes Video von mir. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Ciao.